Seit dem 13. Februar. Siebenjährige Tommy aus Wiesbaden vermisst. Ein Verbrechen kann nicht ausgeschlossen werden. Tommy ist 1,20 Meter groß, von kräftiger Figur. Ein Kind verschwindet. Spurlos. 3 Jahre lang werden die verzweifelten Eltern nicht wissen, was mit ihrem Jungen geschehen ist. 3 Jahre lang werden sie mit Lösegeldforderungen malträtiert, von Trittbrettfahrern gequält und von den Medien gehetzt. Traumatische Erfahrungen. Der Schmerz dauert an. Zum Schutz der Familie verzichten wir in diesem Film auf jede Namensnennung. Das Kind heißt bei uns Tommy. Der Fall Tommy. Was anfängt wie ein amerikanischer Kriminalroman, ist deutsche Kriminalgeschichte. Wer hier promeniert, hat Geld und Zeit. Witt hat's geschafft. Die Wilhelmstraße in Wiesbaden. Ein Flanierboulevard, eine Prachtstraße, von den Wiesbadenern liebevoll die Rue genannt. Das Aushängeschild der Kurstadt. Und auf einmal ein Tatort. Vor Haus Nummer 17, dem Haus seiner Eltern, verschwindet der 7-jährige Tommy unbemerkt, spurlos. Es ist der 13. Februar 1964. Um 7:45 gibt der besorgte Vater eine Vermisstenanzeige auf. Es folgt die größte Suchaktion der Nachkriegszeit. Hundertschaften durchkämmen Wälder, Trümmergrundstücke, Schrebergärten. Tommy bleibt verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Sein Schicksal elektrisiert das ganze Land. Eine Puppe im Schaufenster eines Kaufhauses soll mithelfen, ihn wiederzufinden. Seine Mutter hat noch einmal alle Kleidungsstücke besorgt, die ihr 7-jähriger Sohn anhatte, als sie ihn zum letzten Mal gesehen hat. Braune Korthose, grüner Rollkragenpulli, blauer Niki. Mit der Morgenpost bekommen die Eltern einen Brief. Er enthält nur einen Schlüssel. Offensichtlich zu einem Schließfach mit der Nummer 320. Doch wo ist das Schließfach? Der Wiesbadener Bahnhof scheidet aus, zu klein. Also fahren die Eltern zum Frankfurter Hauptbahnhof. Der Schlüssel passt. Sie finden einen braunen Kinderschuh. Tommys Schuh. Daneben ein Zettel. Ein Erpresser fordert 15.000 Mark. Und natürlich keine Polizei. Kidnapping, bisher ein Fremdwort aus dem fernen Amerika. Und jetzt ermittelt die deutsche Polizei wegen gewinnsüchtigen Kindesraubs. 30 Mann stark ist die Sonderkommission, die Soko Tommy, fast alles Familienväter. Am Abend ein anonymer Anruf. Am Kellerabgang liegt ein Brief. Polizei und Eltern sind alarmiert. Tommys Vater soll sofort zu einer Telefonzelle fahren. Dort findet er aber nur einen Zettel mit dem nächsten Hinweis auf eine weitere Zelle. Es folgt eine zermürbende Schnitzeljagd, eine Hetzjagd durch ganz Wiesbaden. Am Telefonhäuschen bei den Kurhauskolonnaden verliert sich die Spur. Kein weiterer Zettel, keine Hoffnung. Kein gutes Zeichen. Normalerweise haben es Erpresser sehr eilig, an Geld zu kommen. Warum lassen sie sich hier so viel Zeit? Die von der Polizei verhängte Nachrichtensperre wird gebrochen. Jetzt ist die Pressemeute von der Leine gelassen und stürzt sich auf den spektakulären Kidnapping-Fall. Der Fall Tommy wird zur nationalen Tragödie. Die Schulkinder in Bayern beten für ihn. Der Stern textet, ohne jede Übertreibung, Millionen Deutsche bangen um diesen kleinen Mann. Alle Leute waren in Aufregung, denn sehr viele Familien haben ja Kinder in diesem oder ähnlichem Alter und jeder musste fürchten, dass morgen ihm das Gleiche widerfahren könnte. Man konnte sprechen, mit wem man wollte. Der zweite Satz begann schon, was gibt's denn Neues im
Entführungsfall. Aber es gibt nichts Neues. Trotz fast täglich steigender Belohnungen. 2000, 10.000, schließlich 50.000 Mark. Massenhysterie. Auch ein Fernsehreporter gerät in Verdacht. Er deponiert seinen Urlaubskoffer kurzfristig in einer Kirche, für die er einen Schlüssel hat, weil er dort zuweilen Orgel spielt. Und als ich dann später den Koffer wiederholen wollte, war er verschwunden. Er hatte ihn der Küster gefunden. Und angesichts der Hysterie, die damals herrschte, glaubte er, ein Beweisstück zu haben für diesen Fall, schleppte ihn zur Kripo. Die Kriminalpolizei war natürlich sehr misstrauisch, denn in dem Koffer, was mir dann einfiel, war nicht nur Wäsche, sondern es war auch ein Hampelmann drin, den mir eine Freundin gebastelt hatte. Und so ein Hampelmann erregt dann möglicherweise Verdacht, wenn ein erwachsener Mensch einen Hampelmann im Koffer spazieren fährt, überhaupt bei sich hat, kann er ja böse Absichten haben, die irgendwie auf Kinder wirken könnten. Ich hatte also große Mühe, bei der Kriminalpolizei zu beweisen, dass ich mit dem Fall nichts zu tun hatte. Einer von vielen falschen Hinweisen, die die Akten der Polizei füllen. Und noch immer keine Spur von Tommy. Verzweifelt wenden die Eltern sich an die Öffentlichkeit. In einer extra einberufenen Pressekonferenz flehen sie um Hilfe. Ohne Ergebnis. Und dann stehen sie plötzlich selbst im Blickpunkt der Fahnder. Tommys Familie war 1959, kurz vor dem Mauerbau, von Bautzen nach Wiesbaden gekommen. Aber sie waren keine armen Republikflüchtlinge. Wir stellten also fest, eine Familie kommt vom Osten, hatte drüben ein Antiquitätengeschäft gehabt und dasselbe gleich wieder hier eröffnet. Und das war schon eine Sache, die nicht alltäglich war, denn sonst die Leute, die vom Osten kamen, die kamen meistens nur mit dem Köfferchen in der Hand und sonst konnten sie nichts mitnehmen. Und die haben also alles mit hier rüber bekommen. Musste man also daran denken, es können irgendwelche eingeschleusten Agenten sein. An alle Möglichkeiten wurden gedacht und wenn wir nicht daran gedacht hätten, weil wir gedacht haben, das können wir der Familie nicht antun, hätten wir was versäumt. Denn man musste in jeder Hinsicht ermitteln, in jede Richtung. Die sind doch völlig unpolitische Leute. Die sind nach Wiesbaden gekommen, weil sie glaubten, hier könnten sie mit Antiquitäten mehr Geld machen als drüben. Das war auch noch ein Irrtum, wie es scheint. Wollte nur wissen, ob in dieser Richtung schon Maßnahmen ergriffen wurden. Was die Richtung angeht, ja. Die Staatsanwaltschaft hat die Ostpolizei Mitfahndung ersucht. Und es wurde uns mitgeteilt, dass der Junge sich nicht in der Zone aufhält. Der Fall Tommy. DDR-Filmstoff im Kalten Krieg. Man hatte da natürlich Interesse, westliche Sachen zu zeigen, um den schlimmen Kapitalismus bloßzustellen. Und da wollte man natürlich dann Fälle aus der Bundesrepublik haben. Republikflüchtlinge, die im kapitalistischen Westen ihr Glück gesucht und ihr Kind verloren haben. Das abschreckende Beispiel für die Verderbtheit des Klassenfeindes wird aufwendig verfilmt. In Ost-Berlin mit DDR-eigenen Westautos. Nur Regisseur und Kameramann dürfen für einige Außenaufnahmen nach Wiesbaden. Heimlich. Wir haben das richtig auf Raubretterart gedreht und das ging ja immer holter die Polter, nicht? Also da wurde nichts aufgebaut, es war die Handkamera ohne Ton, nicht? Wir haben es abgesprochen, die Texte, die ich zu sprechen hatte, wusste ich und dann tschupp und dann waren wir wieder weg. Bitte gehen Sie doch zu den Leuten. Und die freie Presse, Aasgeier, die die Arbeit der Polizei behindern. Die Polizei, wir machen darauf aufmerksam, dass das Dauerparken der Pressefahrzeuge in der Wilhelmstraße nicht gestattet ist. Bitte suchen Sie sich einen anderen Parkplatz. Wenn Sie bitte erstmal da Platz nehmen wollen. Danke. Westjournalisten. Skrupellos jagen sie ihrer Story hinterher. Mitleidlos nur am Profit interessiert. Tatsächlich liegen Propaganda und Realität gar nicht so weit auseinander. Es gab Situationen, wo Polizeibeamte Vernehmungen machen wollten von Zeugen oder Hinweisgebern und die Antwort bekamen, da war doch gestern schon jemand da. Die Recherche ergab, es waren Medienvertreter, die sozusagen einen Schritt vor der Polizei bereits recherchiert hatten. Also es war schon eine sehr angespannte Situation. Die Folge, das Haus Wilhelmstraße 17 wird zur Sperrzone für Journalisten. Rund um das Haus herum haben Kollegen gestanden und jeden Schritt
und jeden Menschen beobachtet, der nur in der Nähe war. Immer in der Hoffnung, irgendetwas mitzuerleben, was für ihre Berichterstattung von Wert sein könnte. Die Familie wurde also regelrecht belagert und in zum Teil unschöner Form auf Schritt und Tritt verfolgt. Das Martyrium der Familie füllt viele Zeitungsseiten. Und die Presse will täglich neue Stories. Bis zu 100 Journalisten bevölkern die Kurstadt. Aber ins Opferhaus dürfen sie nicht mehr. Ein Journalist kennt zufällig einen jungen Mann, der im Stockwerk über Tommys Familie wohnt und der sich der Presse als Helfer, als Scout andient. Irgendwann kam dann ein Jugendfreund, der war bedeutend jünger als ich, auf mich zu und sagte, er kannte das entführte Kind. Das war für uns interessant. Und so wurde er nach und nach unser Scout. Er hat uns dahin geführt, wo eben das Kind sich aufhielt. Er hat uns verwandtschaftliche Bezüge aufgezeigt. Die Journalisten vertrauen ihm. Tommys Eltern dagegen sind argwöhnisch. Der Nachbar gehe ihnen aus dem Weg, melden sie der Polizei. Die beruhigt sie. Alle Hausbewohner seien routinemäßig überprüft. Der Informant kann weitermachen. Das war eine völlig neue Art des Journalismus, die ja früher in Deutschland nicht üblich war. Das war so dieser amerikanische Journalismus, der sich hier wiedergespiegelt hat eigentlich nicht. Ohne Rücksicht auf die Menschen, nur hinter der Nachricht her sein. Die Ermittlungen stocken. Die Abendpost will selbst für Bewegung sorgen. Sie bietet an, Tommy freizukaufen. 15.000 Mark für das Kind und eine gute Story. Prompt melden sich zwei Entführer. Der Chefredakteur übergibt ihnen die Summe am Frankfurter Hauptbahnhof im Tausch gegen einen Schlüssel. In einem abgelegenen Haus soll sich Tommy aufhalten. Als wir uns überzeugt hatten, dass das Kind nicht im Keller versteckt war, fühlten wir uns an unser Angebot, die Polizei nicht mehr zu benachrichtigen, nicht mehr gebunden und haben sofort die Kripo in Wiesbaden alarmiert. Die Kripo kommt mit Suchhunden, aber die düpierten Journalisten nehmen selbst Witterung auf. Die Spur führte uns in ein ganz bestimmtes Lokal, nachdem wir erfahren hatten, dass dort junge Leute saßen, die bündelweise 100 Markscheine bei sich hatten und alle übrigen Gäste frei hielten. Und die nächste Schlagzeile ist gesichert. Diese festgenommenen Kleinkriminellen sind nicht die einzigen, die die Verzweiflung der Familie für sich ausnutzen. Schaden keiner steht in den Akten. Finanziell. Die Qualen der Eltern, immer wieder durch Trittbrettfahrer, um ein Fünkchen Hoffnung betrogen zu werden, sind nirgendwo aufgelistet. Die Polizei tut, was sie kann, aber sie kann nicht, wie sie sollte. Immer wieder sind die Journalisten ihr eine Nasenlänge voraus, mit schnelleren Autos und besseren Mikrofonen. Wir hatten also, was die Mithörtechnik anbetraf, nur ganz minimale Sachen, ein Tonband, was man da irgendwo eingeschaltet hat. Und das haben wir dann mit abgehört, da war die Qualität niemals so gut. Die Stimme dann zu erkennen, ist also weiter schwieriger gewesen, als es heute mit den modernen Mitteln der Fall ist. Haben Sie das Geld bereit? Hören Sie das? Haben Sie das Geld bereit? Haben Sie das Geld bereit? Im Fall der Entführung des 7-jährigen Tommy haben sich Staatsanwaltschaft und Polizei nach stundenlangen Beratungen zu einem aufsehenerregenden Schritt entschlossen. Wenn die Entführer den kleinen Tommy freilassen, erhalten sie nicht nur 50.000 Mark Lösegeld, sondern auch 6 Stunden Vorsprung, bevor die Verfolgung aufgenommen würde. Dies ist ein einmaliges Angebot an Verbrecher in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Kapitulation des Polizeipräsidenten. Wenn nur der Junge wieder lebend zurückkommt, dann drücken wir auch ein Auge zu. Die Probe aufs Exempel bleibt dem Rechtsstaat erspart. Es war im Grunde genommen die Hilflosigkeit der Ermittlungsorgane, nichts mehr zu haben, nichts mehr in den Händen zu haben. Man hat sozusagen jeden Strohhalm gesucht, um diesen Fall aufzuklären.
Genüsslich zitiert die Presse Volkes Stimme. Die Wiesbadener Polizei nicht schnell, nicht clever, nicht effektiv genug. Ganz Deutschland schaut den Ermittlungsbehörden auf die Finger. Und immer noch nicht die Spur eines Fahndungserfolges. Weil der Fall so große Wellen geschlagen hat, haben sich dann auch verschiedene Waser, Hellseher, Pendler und was es da alles gibt, eingeschaltet, die zum Teil bei der Familie des Vermissten und auch bei uns, bei der Polizei, ihre Hilfe angeboten haben. Und wir konnten das natürlich nicht abschlagen. Wir waren froh, dass wir überhaupt was hatten, denn wir hatten in der Folgezeit außer den Trittbrettfahrern nichts mehr. Wir hatten keinen Verdacht, wir hatten gar nichts und waren auf jede kleines bisschen Hilfe angewiesen. Ordentlich abgelegt, alle Hinweise der Hellseher und Pendeldeuter. Viele Mitbürger fühlen sich aufgerufen zu helfen oder zu denunzieren. Die Gelegenheit ist günstig, dem unliebsamen Nachbarn die Polizei auf den Hals zu hetzen oder grundsätzlich verdächtigen Elementen. Ein Neger mit Auto beispielsweise. Die Soko geht jedem noch so abwegigen Hinweis nach und übersieht dabei augenfällige Zusammenhänge. Der Erpresser hat für seinen ersten Brief die Anschrift Wilhelmstraße 17 aus dem Wiesbadener Telefonbuch ausgeschnitten. Doch woher kannte er diese Anschrift? Die Familie ist nur mit ihrer Geschäftsadresse in der Wagemannstraße eingetragen. Der Täter muss also mit den Verhältnissen im Hause Wilhelmstraße bestens vertraut sein. Dafür spricht auch der Presserbrief, den Tommys Vater auf der Kellertreppe fand. Nur die Bewohner hatten Zugang zum streng bewachten und abgesperrten Haus. Hat also einer von ihnen den Brief dorthin gelegt? Genügend Verdachtsmomente, um alle Hausbewohner gründlich unter die Lupe zu nehmen. Aber nichts passiert. Auch nach 6 Wochen gibt es noch keinen Fahndungserfolg im Entführungsfall des kleinen Tommy. Die Polizei verfolgte bis heute 162 Haupt- und 370 Nebenspuren und konnte 14 Lösegeldbetrüger dingfest machen. Gestern wurden die systematischen Suchaktionen offiziell eingestellt. Aus Polizeikreisen hieß es resigniert. Nur noch ein Zufall kann dieses Rätsel lösen. Die Soko aufgelöst, der erfolglose Leiter versetzt, der Fall Tommy ungelöst. Die Eltern bleiben allein in ihrer Verzweiflung und mit ihrem Misstrauen. Sie haben leidvoll erfahren, wer immer jetzt noch zu ihnen kommt, ist auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Als wir hier waren, wollte ich natürlich mit dem Betroffenen sprechen, nicht? Und ging dann rein unter einem Vorwand, wollte irgendwas kaufen, wusste aber von vornherein, das hat er nicht. Und sah mir dann seine Auslagen an und fragte dann, aber der Name kommt mir so bekannt vor, haben Sie? Da war natürlich sofort abgeblockt und nein, bitte, seien Sie vernünftig, verstehen Sie mich, ich will darüber nicht reden und wir wissen ja gar nicht was. Und ich habe es dann nochmal versucht, vorsichtig, aber war nichts zu machen. Lebt Tommy noch? Wo ist er? Mit diesen quälenden Fragen wird die Familie dreimal Weihnachten feiern, dreimal den Geburtstag ihres Sohnes und Bruders erleben. 3 qualvolle Jahre. Doch die Eltern hoffen weiter, dass ihr Kind noch lebt. Der Rest der Republik ist inzwischen längst zur Tagesordnung übergegangen. Ich würde sagen, Ende 65, Anfang 66 war der Fall eigentlich schon aus dem Bewusstsein entschwunden. Da sprach kaum noch jemand davon. Und bis dann plötzlich 67, dann völlig überraschend, dann der Fall wieder aufgelebt hat. Titelbild der neue BMW 2000 mit den 4 Halbnackerdeis. 3 Jahre und 3 Monate nach Tommys Verschwinden bekommt die Quick-Redaktion ein überraschendes Angebot. Moment noch. Der Absender, er nennt sich nur M,
will an der Entführung beteiligt gewesen sein und verspricht Informationen gegen Zahlung von 15.000 Mark. Der Brief kam über mein Sekretariat, der war an mich gerichtet. Ich habe den in der Redaktionskonferenz hingelegt. Und ich würde mal sagen, zwei Drittel der Redaktion sagt dann, das ist schon wieder so ein Spinner, das ist schon wieder einer, das, also komm. Ich hatte es mir zum Prinzip gemacht, vielleicht ein bisschen überpenibel. Ich sage, Kinder, wir müssen allem nachgehen, was auf uns zukommt. Wir werden früh genug sehen, ob es eine Finte ist oder nicht. Lasst uns keine Chance auslassen. Die Quick will sich also auf M einlassen und der will natürlich keine Polizei. Chefredakteur Nauheus wägt Informantenschutz gegen die Möglichkeit ab, vielleicht einen grausamen Kriminalfall aufklären zu können und entscheidet sich für eine verdeckte Zusammenarbeit mit der Wiesbadener Polizei. Glücklicherweise hatten wir in unserem Reporterstab einen sehr seriösen Menschen, Herr Mümel. Es war ein hoher Reserveoffizier der Bundeswehr, weiß nicht, Major oder Oberst sogar. Und ich dachte, das ist der Mann für die richtige Augenhöhe mit dem Kripo-Kommissar. Den kann man da hinschicken und der ist also auch besonnen und seriös genug, um mit der Polizei auf gleicher Ebene zu verkehren. Der ehemalige Major Mümel und die Wiesbadener Polizei sind ein gutes Team. Von M kommen genaue Anweisungen. Um zu zeigen, dass er es ernst meint, soll der Reporter eine Anzeige im Wiesbadener Kurier aufgeben. 7-Zimmer-Villa gesucht. Die Anzeige erscheint am 1. Mai. Mehrere Tage vergehen, nichts passiert. Der Reporter ist schon auf dem Rückweg nach München, als ihm ein Brief von M nachgeschickt wird. Sofort macht er sich wieder auf den Weg nach Wiesbaden und kommt gerade noch rechtzeitig, um auf die nächste Forderung einzugehen. Als Bereitschaft zur Zahlung von 15.000 Mark soll der Reporter am Auto das Standlicht brennen lassen. Erst 5 Tage später legt M eine Spur in den Wald. Als Beweis für seine Mittäterschaft will er ein Kleidungsstück von Tommy in einem Baum deponieren. Kriminalbeamter Rudi Gebel macht sich als Reporter-Double auf den Weg. Damals war es so, dass man mit ausgestrecktem Arm in die Astgabel reingreifen konnte. Es war nicht so hoch. Und trotzdem versteckt in diesem Loch, in der Astgabel war ein Loch. Und da drin war also in einer Plastiktüte der Strumpf. Und den Strumpf haben wir also rausgenommen, erkannten sofort, das ist das Muster, was bei der Personenbeschreibung des vermissten Kindes auch angegeben war. Und beim Öffnen der Plastiktüte, dann haben wir dann auch festgestellt, dass also sehr starker Verwesungsgeruch, Leichenverwesungsgeruch bemerkbar wurde. Und da waren wir uns also sicher, die Spur ist richtig. Mit diesem Strumpf erlischt für die Eltern das letzte Fünkchen Hoffnung. Tommy ist tot. Der Täter hat dem toten Kind einen Strumpf ausgezogen. In ihm blieben 2 Nägel des Kindes hängen. Und diesen Strumpf hat er als Indiz, als Beweis für seine Authentizität der Polizei bzw. den Reportern angeboten. Es war sozusagen seine Eintrittskarte in die weiteren Verhandlungen. Und der Auftakt zu weiteren leidig vertrauten Katz-und-Maus-Spielen, die sich wieder über Tage hinziehen. Er änderte jeweils seinen Plan. Er forderte uns auf, bestimmte Situationen aufzusuchen. Dort fanden wir dann wieder Zettel vor, erneute Hinweise auf andere Ablageorte, bis er dann zum Schluss forderte, das Geld in einem Päckchen zu deponieren im Nerotal, im Park. Und unsere Aufgabe, meine Aufgabe war damals zu verhindern, dass da jemand kommt und das Geld holt. Deshalb haben wir dort auf einer Bank sitzend halt nächtelang Liebespaare gespielt. Die Polizisten-Liebespärchen warten vergeblich auf ihren großen Einsatz. Wo immer auch Geld hinterlegt wird, nie kommt jemand, um es abzuholen. Hat der Täter wieder einen Rückzieher gemacht? Hat er die Tarnung der Polizei durchschaut? Sollte alles umsonst gewesen sein? Routinemäßig werden alle Fahrzeuge rund um die vom Täter benannten Orte überprüft. Ein Auto taucht immer wieder auf. Der Halter wird ermittelt, er hatte es verliehen, an einen ehemaligen Bewohner der Wilhelmstraße 17.
Jetzt ist die Spur wirklich heiß. Es ist der junge Mann, der sich den Journalisten so eifrig als Scout andiente, der Nachbar, auf den Tommys Eltern die Polizei von Anfang an hingewiesen hatten. Bei einer Durchsuchung findet man bei ihm die Schreibmaschine, auf der die Erpresserbriefe getippt wurden. Der Fall Tommy, eines der rätselhaftesten Verbrechen der Nachkriegsgeschichte, steht offenbar kurz vor der Aufklärung. Wie die Polizei soeben mitteilte, befindet sich ein 26 Jahre alter Wiesbadener Arztsohn unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Mörder ist jetzt weggesperrt. Aber wo ist Tommys Leiche? Die Polizei ist weiter ratlos. Wieder wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Schließlich erinnert sich ein Rechtsanwalt, dass der Familie des Festgenommenen noch ein Keller im Haus Wilhelmstraße 58 gehört. Ist das der entscheidende Hinweis? Es ist der 30. Mai. Mit gemischten Gefühlen und großer Aufregung gehen vier Polizeibeamte in den Keller. Leo Schuster ist einer von ihnen. Der Keller war vollgestellt mit Gerümpel. Man hatte so den Eindruck, hier ist seit Jahren nichts mehr passiert. Und insofern waren wir so ein bisschen enttäuscht, weil keine frischen Spuren feststellbar waren. Und da war es im Grunde genommen das Ergebnis einer gezielten Suche in diesem Keller, die Schuttschicht in einem Lichtschacht zur Seite zu räumen und dabei feststellen zu müssen, dass plötzlich Geruchsentwicklung entstand. Es entstand in dem Keller plötzlich so ein eigenartiger, wie wir jetzt wissen oder wie wir dann wussten, Leichengeruch, der sich sehr schnell verbreitete. Und das war sozusagen der Auslöser für eine hektische Grabeaktion in diesem Kellerschacht. In diesem Lichtschacht lag eingepackt in eine Plastikhülle, eingepackt in einen Teppich, die Leiche des Kindes. Der Polizeipräsident gratuliert. Doch weniger die Fahndung, sondern der Täter selbst und der Zufall haben zum Erfolg geführt. Das ging ja nicht nur mir so, sondern allen Beteiligten eigentlich. Wir haben es geschafft. Es war ein typischer Erleichterungsaspekt, ein typischer Effekt. Gott sei Dank, wir sind am Ziel, wir haben einen Erfolg. Die Nachricht ist eine Sensation und wirkt auf die Menschen, als sei Wiesbaden von einem bösen Fluch befreit. Die Prachtstraße hat die ganze Zeit ihr furchtbares Geheimnis gehütet. Nur wenige hundert Meter vom Elternhaus entfernt war Tommys Leiche all die Jahre im Keller der Wilhelmstraße 58 in einem Lichtschacht unter Bauschutt begraben. Tommy hat den 13. Februar 1964 erlebt. Als die Eltern die Vermisstenanzeige aufgeben, ist ihr Junge schon tot. Die Polizei versucht, Tommys letzte Stunden zu rekonstruieren. Der Täter gibt zu, dass der Junge mit ihm in den Keller gegangen ist. Und dann? Er habe das Kind nicht töten wollen und wisse nicht mehr, was dann über ihn gekommen sei. Die Obduktion ergibt, Tommy ist keines natürlichen Todes gestorben. Höchstwahrscheinlich ist er gewaltsam erstickt worden, möglicherweise stranguliert. Mit diesem Kabel, das um seinen Hals geknotet war. Andere Gewalteinwirkungen und Schläge können weitgehend ausgeschlossen werden. Die Leiche des Jungen zeigt keine Anzeichen einer Abwehrreaktion und keine Spuren sexueller Übergriffe. Was ist im Keller der Wilhelmstraße 58 passiert? Warum musste Tommy sterben? Am 5. Juni 1967, 3 Jahre und 4 Monate nach seinem Verschwinden, wird Tommy beerdigt. Schon eine Stunde vor Beginn drängten sich vor dem Wiesbadener Gerichtsgebäude die Menschen, um einen Platz im Zuschauerraum des Schwurgerichtssaals zu erhalten. Das Interesse, das diesem Prozess entgegengebracht wird, zeigt sich auch an der hohen Zahl von 40 Pressevertretern, die über den Verlauf der auf 5 Tage festgesetzten Verhandlung berichten wollen. Vor dem Schwurgerichtssaal kam es indessen zu Auseinandersetzungen zwischen Wachtmeistern und Fotografen. Die Stimmung ist gewaltig aufgeheizt. Der Täter muss durch einen verdeckten Gang ins Gericht gebracht werden.
war ein Volkszorn. Und der Volkszorn ist, da muss ich uns Journalisten halt selber einen Vorwurf machen. Wir müssten mehr tun, um dem Volk die billigen Vorurteile zu erschweren. Aber das haben wir oft mit unseren eigenen Redaktionen sehr schwierig, die auch der Volkesstimme doch ganz nahe stehen, weil das die Auflage fördert. Volkesstimme ist gnadenlos. Hängt ihn auf, schreibt eine Mutter. Auch der Verteidiger, Horst Rolf Bauer, bekommt Drohbriefe, lässt er die Öffentlichkeit wissen. Mautz kontert im Spiegel, dass man doch bitte nicht übers Berufsrisiko jammern, sondern lieber seinen Beruf ordentlich ausüben solle. Später wird er die Verteidigung als schwach bewerten. Ein Sachverständiger beurteilt die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten. Professor Erhardt stellt weder Hirnschäden oder organisch bedingte Bewusstseinsstörungen noch krankhafte Triebhaftigkeit fest. Zwar attestiert Erhardt dem Angeklagten eine charakterliche Verwahrlosung, diese will er aber eher als persönliche Schuld, denn als Krankheit verstanden wissen. Was Erhardt damit meint, verdeutlicht er im privaten Gespräch. Der Täter wäre wahrscheinlich nicht Weichling geworden, wenn man ihn, sagen wir, im Dritten Reich in die Pimpfenmangel genommen hätte. Der Professor bat, diese Äußerung nicht misszuverstehen. Möglicherweise war mein Kommentar damals und ist es heute, hatte er im Fall des Täters es sogar recht gehabt, denn hätte der Täter in einer dieser Schulen der Manneszucht es zu etwas gebracht, so wäre er vielleicht zum Kommandanten von Auschwitz geworden. Beeindruckt ist der Gerichtsreporter von der jungen Psychologin. Sie erstellt im Auftrag des Professors das psychologische Gutachten und beweist fachliche Unabhängigkeit und Kompetenz, indem sie ein differenziertes Bild des Täters zeichnet. Mehrere Wochen lang untersucht sie den Angeklagten ausführlich. Der ist anfangs gehemmt und verschlossen, später bereitwillig und geradezu beflissen. Der war damals der junge Mann von 26. Ich war nicht viel älter. Und er wirkte auf mich auf der einen Seite wie ein Kind, vielleicht noch nicht in der Pubertät darunter, und auf der anderen Seite viel älter, als er dem Alter entsprechend hätte sein können, vielleicht wie ein Opa. Eine widersprüchliche Persönlichkeit. Überdurchschnittlich intelligent, aber lebensuntüchtig. Mit infantilem Liebesanspruch an andere, aber unfähig, Mitgefühl zu empfinden. Lebt Tür an Tür mit den Eltern des Opfers und kann sich nicht vorstellen, was er ihnen angetan hat. 3 Jahre auf den Jungen warten. Jeden Tag, jede Stunde. Wenn jemand die Treppe hochkommt, wenn das Telefon läutet, wenn ich auf der Straße von Weitem irgendeinen Jungen sehe, immer denke ich, dass er eines Tages zurückkommen muss. Dass es doch nicht wahr sein kann. Das Verbrecherische der Familie gegenüber, das geschah ja eigentlich nach dieser Tat. Diese Entführung, diese Schnitzeljagden, diese Verzweiflung, die da ausgelöst wurden, das war die eigentliche Tat. Wir dachten ja seinerzeit, wir haben es mit einem besonders brutalen, kaltblütigen Täter zu tun, nicht? Der alle kaltblütig und klug hinters Licht führt. Deshalb war ich ja so entsetzt, als ich dann erfuhr, der war der Täter. Das ist ja kein klassischer Krimineller oder auch kein Triebtäter, sondern eine Person, die in großen Schwierigkeiten ist oder gewesen ist und nicht anders herauskommen konnte, als sich diese merkwürdigen Einfälle einfallen zu lassen. Ein Sohn aus gutem Hause, der im Wiesbadener Opelbad vom sorglosen Dolce Vita träumt. Einer, der mithalten will. Als Playboy etikettiert ihn die Presse. Das liest sich gut, trifft aber nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich fehlt es ihm an Erfolg und Antrieb und an Geld. Sein Erbe von 20.000 Mark verjubelt er in knapp einem Jahr. Danach ist er ständig in Geldnot. Da ist einer frühzeitig mit Schwung aus der Kurve geflogen. Der Abstieg beginnt, als der Vater, ein angesehener Wiesbadener Arzt, stirbt. Da ist der Sohn 14 und unfähig zu begreifen, dass sein Idol, der über alles geliebte Vater, nicht mehr da ist.
Doch die Katastrophe kündigt sich schon ein Jahr vorher an. Der damals 13-Jährige wird im Schwimmbad ohnmächtig und von einem Fremden gerettet. Ausgerechnet dieser Mann wird später mit seiner Mutter ein Verhältnis beginnen. Und der Junge fühlt sich schuldig. Erst recht, als der Retter nach dem Tod des geliebten Vaters sein Stiefvater wird. Vaterkomplex, heißt es im Gutachten. Dies hat die ganze Kindheit und die Entwicklung dieses Täters auf das Fürchterlichste belastet. Und über Anfangstaten, die mehr in finanzielle Richtungen gingen, die mehr in die Richtung leichtfertigen Umganges mit Gelde gingen und anderem, dann plötzlich zu dieser Täterschaft führten. Er hat die Tat, das haben wir später gewusst, er hat die Tat fast geschildert. Und hat gesagt, vielleicht war das nur eine Geschichte, die mitgegangen ist. Dann hat er wieder gequengelt, denn er war ja ganz anders und so. Und irgendwann hat es da eine Auseinandersetzung gegeben. Das hat er seinerzeit als unser Scout schon immer wieder versucht, da ins Spiel zu bringen. Hört. Wollte er unbewusst entdeckt werden? Litt er unter Schuldgefühlen? Doch wie schaffte er es dann, so kaltblütig eine Entführung vorzutäuschen? Um Geld sei es ihm nie gegangen, sagt er aus. Doch worum dann, will die Gutachterin wissen, als Einzige. Meine Untersuchungen haben quasi ein bisschen den Hintergrund beleuchtet. Das war auch schon etwas befremdlich, glaube ich, für die anderen Leute. Ja? Die können das nicht ganz verstehen, was redet die vom Vater, wieso, und der ist doch tot. Und warum wurde ein 23-Jähriger zum Kindesmörder? Eine Antwort darauf steht auch nicht im Gutachten, aber es attestiert eindeutig psychopathische und neurotische Persönlichkeitsstörungen. Konsequenzen hat das keine. Neurosen haben wir alle. Das ist kein Grund, an der Zurechnungsfähigkeit eines Täters zu zweifeln. Das Schwurgericht hat da keine Zweifel gehabt. Und stand mit dieser Haltung nicht allein. Auch außerhalb des Gerichtssaals fanden psychologische Aspekte damals wenig Beachtung. Nach 9 Prozesstagen ist der Fall nicht aufgeklärt, aber entschieden. Das Gericht erkennt auf heimtückischen Mord und hat damit einige juristische Klippen geschickt umschifft. Denn dem Angeklagten war ein Vorsatz, eine unbedingte Tötungsabsicht nicht nachzuweisen. Beim Heimtückemord aber genügt die Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers, bei einem Kind per se gegeben. Doch passt ein Mord aus Heimtücke zur Persönlichkeit des Täters? Und vor allem, was war das Motiv? Diese Fragen sind bis heute nicht beantwortet. Nach Recht und Rechtsprechung aber konnten sie im Prozess außer Acht gelassen werden. Wenn mir vorgehalten wird, dass mangels Aufklärung des Motivs die Tötung rätselhaft bleibt, so muss ich klar antworten, juristisch war das kein Rätsel. Und es kam, deswegen wurde die Sache angeklagt und deswegen wurde die Sache verhandelt, nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung zu einem Urteilsspruch lebenslänglich wegen Mordes. Bereits wenige Minuten nach dem Ende der Verhandlung wurden auf den Wiesbadener Straßen Extrablätter mit dem Urteil verteilt. Die Zuhörer, die aus dem Schwurgerichtssaal kamen, waren die ersten Käufer. Das Urteil ist mit schmetterndem Beifall im Saal und Jubelschreien des Publikums aufgenommen worden. Das hielt man für unumgänglich, staatserhaltend, bürgerschützend und so weiter und so fort. Lebenslänglich heißt 1968 tatsächlich noch Zuchthaus bis zum Lebensende. Für Staatsanwalt Künast ist das noch zu wenig. Er bedauert öffentlich, dass es keine Todesstrafe mehr gibt. Die Jungsozialisten verleihen ihm dafür das goldene Hackebeil. JVA Butzbach. 9 Jahre sitzt der Wiesbadener Arztsohn, der mit 23 zum Kindermörder wurde, bereits hier. Dann räumt die Strafrechtsreform auch lebenslänglich Verurteilten eine Chance auf Freilassung ein. Für ihn ändert das auch in den nächsten Jahren nichts. Er bleibt weiterhin allein in seiner Zelle. Ich
ich denke, das hat er schon gespürt, als er in U-Haft war, dass er mit diesem Delikt und auch vor allem mit dem Presseecho, das über den, nach dem Prozess kam, dass er ja, in der Hierarchie ganz unten war und dass er eigentlich mehr oder weniger isoliert war. Der Mann, der draußen keinen Halt fand, wird hier zum Mustergefangenen. Zwei Ausbildungen durchläuft er, Schreiner und Schuster. Beide Male mit guten Abschlüssen. Ansonsten lebt er völlig zurückgezogen. Über die Tat will er nicht reden. An diesem Film mitzuwirken, hat er vehement abgelehnt. Ich denke mir, dass er dann vielleicht Aussagen hätte wollen, wenn er in der Zwischenzeit eine Einsicht bekommen hätte und uns das, was passiert ist, erklären könnte, dass wir das verstehen. Dann kann man ja immer davon ausgehen, dass der andere, wenn er was verstanden hat, ein bisschen nachsichtiger mit einem umgeht. Also wenn er sich was davon versprechen kann. Und da glaube ich, dass er das nicht kann. Also er hat zumindest kein Zeichen gegeben, dass er es inzwischen verarbeitet hat oder verstanden hat, was da passiert ist. Vielleicht ist es auch dieser Mangel an öffentlich wahrnehmbarer Reue, der die Wiesbadener Staatsanwaltschaft ungewöhnlich hart bleiben lässt. Sie interveniert bei der Anstaltsleitung bereits, als es nach 15 Jahren nur um den Hafturlaub geht. Die Staatsanwaltschaft hatte uns dann auf unsere Anfrage hin ein 2 Seiten langes Schreiben zugesandt, in dem der Leiter inständig darum gebeten hatte, den Gefangenen nicht in die Region Wiesbaden zu beurlauben, weil die Bevölkerung das dort nicht verkrafte, weil eben der Fall damals, der ja immerhin damals schon 10 Jahre oder länger zurücklag, gleichwohl noch sehr präsent sei und man das also vermeiden wollte. Tommys Eltern leben heute nicht mehr in Wiesbaden, aber die Erinnerung begleitet sie lebenslang. 21 Jahre nach der Ermordung ihres Kindes heißt es in den Nachrichten: Der wegen der Ermordung des damals 7-jährigen Tommy im August 1968 verurteilte Täter ist nach 17 Jahren wieder in Freiheit. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat eine Beschwerde der Wiesbadener Staatsanwaltschaft gegen die Entlassung des heute 44-Jährigen aufgehoben.